Ich bin jetzt am Weg rein in die neue Bahnhof-City, Wien Hauptbahnhof. Marbacher TV. Heute ist der 10.10.2014. Es ist die offizielle Eröffnung des gesamten Shopping-Centers inklusive Bahnhof. Wobei der Bahnhof ja schon einige Zeit aktiv ist. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es in Sachen Barrierefreiheit ausschaut. Am Eingang hier gibt es schon mal eine Tür, passt, mit extra Knopfdruck. Wir befinden uns hier jetzt im Infopoint des neuen Hauptbahnhofs und mal schauen, ob sie einen niedrigen Infopoint haben. Ich sehe, sie haben eine Induktionsschleife. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich sehe noch keinen abgeflachten Infopoint. Ich sehe gerade, hier ist ein Herr, der selbst blind ist. Und ich glaube, er ist hier, um auch nachzufragen, ob die Induktionsschleifen schon funktionieren. Hallo. Frage. Am abfahrbaren Puls haben Sie nicht da. Okay. Viel besser wurde das leider nicht gelöst. Okay. Der ist nicht hydraulisch absenkbar, der ist nur fix. Ah. Aber die Barriere trotzdem besteht zwischen uns zwei da noch. Ja, das ist halt. Was? Auf der Kasse vorne gibt es einen hydraulisch absenkbaren. Am Superhof haben wir den gehabt, aber hier nicht. Es wurde aber laut Plan war so vorgesehen, dass ein absenkbarer Pult kommt und keine fixe Vorrichtung. Ich war nämlich vorgestern da und habe mich eh gewundert, warum das. Es war nämlich ganz anders geplant im Plan. Alles klar. War natürlich eine elektrohydraulische Absenkung vorgesehen. Ja. Schade. Das war wieder mal die günstige Lösung. Das danke. Bitte. WCs scheinen unten zu sein. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Das geht. Auf minus 1 sollten die WCs sein. Drückst du? Die Knöpfe sind durchaus okay erreichbar. Der Lift ist auch groß genug zum Umdrehen. So, nachdem ich jetzt gut 15 Minuten im Kreis gefahren bin, habe ich jetzt ein WC gefunden. Es ist jetzt nicht explizit das Rolli-Logo drauf, aber wir probieren es einfach mal aus. Ja. Sehr gut. Wir haben es gefunden. Warum gibt es da keinen Euro-Schlüssel? Das ist eine gute Frage. Stopp, warte mal. Mach nochmal zu. Lass zu, bitte. Probier es auch mal. Das funktioniert noch nicht. Normalerweise, wenn Sie herkommen, dann klingen Sie da, das macht Ihnen jemand auf. Aber da ist der Euro-Zylinder drin. Wie denn? Da ist ein Euro-Zylinder drin. Ja, aber der macht elektrisch auf und die elektrische Öffnung, die funktioniert noch nicht. In ein paar Tagen haben wir das dann geregelt, da können Sie auch mit dem Euro-Schlüssel herkommen. Aber dann geht es mit dem Euro-Schlüssel. Dann geht es mit dem Euro-Schlüssel, genau. Aber heute muss ich es mit dem Schlüssel umsetzen. Okay. Wie viele WCs gibt es? Also barrierefrei. Mit Rollstuhl WC. Ja. Okay. Danke. Okay. Komm her. Also, da gibt's nichts zu meckern. Groß und sauber, aber es ist auch neu, es wurde gerade erst eröffnet. Okay.
Hier gibt es sogar zum Spülen und zum Läuten. Lass du mal spülen. Funktioniert sehr gut. Kohle ist auch auf beiden Seiten sogar. Klappe mal den zweiten Arm runter, bitte. Funktioniert es auch? Cool. Das Waschbecken ist wieder ein großes. Ich bin kein Fan von riesigen Waschbecken. Aber der Handtrockner ist zumindest weit unten. Das ist sehr praktisch und sogar gut ranfahrbar. Das WC-Papier, die Spender und Handtuchspender sehr gut. Kann man überall gut dazu. Ja? Durchaus ein lobenswertes WC. Das war's jetzt für einen ganz, 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 ganz kurzen Check hier am neuen Hauptbahnhof. WCs sind schwer zu finden, aber ist wahrscheinlich auch, weil extrem viele Leute heute hier sind und wenn man es nicht kennt, einfach. WC selbst, wie ihr gesehen habt, super. Und ich werde ein andermal wieder herkommen, wenn normaler Betrieb ist, um auch zu schauen, wie die Geschäfte sind und wie man hier zurechtkommt. Das war's soweit aus dem neuen Hauptbahnhof. Danke.